Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Wir schauen heute auf das Wochenende, auf den Samstag und den Sonntag. Ja, und die nächste Woche. Es wird schon wieder spannend werden. Ich darf hier ja immer die Aussichten auch schon mal so für über 5 Tage hinaus machen. Ja, da gibt es natürlich häufig große Unsicherheiten. Das wollen wir uns für nächste Woche mal anschauen, was mit dem neuen Hochdruckgebiet, das sich so Richtung Deutschland verlagert, dann passieren wird, beziehungsweise was uns damit für ein Wetter bevorstehen wird. Zunächst aber nochmal der Blick auf das Wochenende, auf den Samstag und den Sonntag. Der Samstag im Zeichen der Kaltfront, gab ja jetzt schon genug Videos dazu. Die Kaltfront wird sich über Deutschland legen, über Deutschland hinwegziehen, so der äußerste Süden. Bodenseeregion bis nach Südbayern liegt anfangs noch in der wärmeren Luft. Hier sind dann auch noch mal teilweise kräftige Gewitter möglich. Ansonsten wird es zeitweise regnen, unbeständig sein, viele Wolken geben. Später, so im Tagesverlauf, lockert es aber so im Westen und im Nordwesten schon häufiger auf. Es folgen nur noch einzelne Schauer nach. Hier kommt die Sonne besser durch. Ja, und hier gehen die Temperaturen dann auch wieder rauf. Wir sehen, die ganz große Kälte wird da nicht kommen. 20 Grad sind hinter der Kaltfront sogar knapp dann schon wieder möglich. Also Abkühlung ja, aber so die ganz große Kälte wird das nicht sein. Am Sonntag rückt schon das neue Hochdruckgebiet in den Westen und in den Süden nach. Hier wird es immer mehr auflockern, die Sonne kommt immer besser durch. Je weiter man näher am Hoch ist Richtung Frankreich, desto länger wird die Sonne scheinen. Ja, der Norden und der Osten, die bleiben dann noch in einer nordwestlichen Strömung. Hier werden noch weiter Schauer durchziehen. Vor allem nach Nordosten hin sind auch einzelne Gewitter durchaus mal dabei. Also hier wird es noch unbeständiger bleiben. Abkühlung hat sich dann landesweit breit gemacht, aber ihr seht, die Temperaturen vor allem nach Westen und nach Süden hin können auch wieder die 20-Grad-Marke knapp überschreiten. Dann wird es spannend in der nächsten Woche. Ich hatte euch ja, wer unsere Videos hier verfolgt, schon gestern erzählt, ein neues Hochdruckgebiet rückt nach. So, jetzt haben wir es auch. Wir sehen nochmal das US-Modell für den Montag, dieses Hochdruckgebiet. Und ich will euch kurz was dazu erklären. Ein Hoch hat immer eine kalte Schulter, wo an der Seite des Hochdruckgebiets aus Norden eben kältere Luft nach Süden strömt. Und dann gibt es immer eine warme, eine sommerlich warme Schulter sozusagen, wo dann aus Süden die wärmere Luft weiter nach Norden strömt. Innerhalb dieses Hochdruckgebiets, jetzt um diese Jahreszeit, wird sich eine Luftmasse immer langsam erwärmen. Da gibt es keine große Wärme dann, aber es wird stetig dann langsam immer wärmer, wenn man unter so einem Hochdruckgebiet liegt. Ja, wir hatten das gesehen für das US-Modell. Und was tischt uns jetzt dann das neue ECMWF-Modell auf? Das hat den Hochdruckschwerpunkt heute plötzlich doch weiter wieder nach Westen liegen. Und damit würde vor allem der Norden und der Osten wieder eher in einer nördlichen, nordwestlichen Strömung liegen, mit der dann noch feuchtere Luft mit Schauern kommt, vielen Wolken. Ja, und das Hochdruckgebiet wirklich nur sehr zäh dann Richtung Deutschland nachrücken würde. Und was haben wir dann? Natürlich wieder eine Teilung, dass vor allem der Westen und der Südwesten näher an dem Hoch ist, wärmer ist, stabiler ist, sonniger ist. Ja, und der Norden und der Osten, wie wir es schon kennen, so oft aus den vergangenen Wochen, eher dieses etwas unbeständigere Wetter hat mit einigen Schauern und eben auch vor allem die zahlreicheren Wolken. Wir schauen uns das Ganze mal an anhand der Niederschlagsmengen. Das ECMWF sieht da nämlich vor allem im Osten des Landes doch teilweise nennenswerte Niederschläge bis zum kommenden Dienstag. Immer wieder Regenschauer, die hier durchziehen werden, teilweise sogar 20 Liter. Das würde der Osten dringend gebrauchen. Wir können nur die Daumen drücken, dass hier wirklich der Regen auch eintreffen wird, denn das ist natürlich noch unsicher. Rückt das Hoch nur ein bisschen weiter Richtung Deutschland nach, würden die Schauer sich schon weiter östlich von Deutschland abspielen und der Osten würde gar nicht so viel Regen bekommen. Also deswegen noch die Fragezeichen. Wir schauen uns diese Teilung dann mit Schwerpunkt Blick auf die kommende Woche mal in zwei 14-Tage-Trends an. Wir sehen das ganz gut hier an Saarbrücken. Da wirklich durchgehend trockenes Wetter mit der Kaltfront, mal ein paar Schauer, ein bisschen Regen. Dann aber schon das Hochdruckgebiet, was sich wieder mit dem eher stabilen, sonnigen Wetter durchsetzen wird. Aber bei den Temperaturen, wie schnell die warme Schulter des Hochs mit dem Südwestwind, mit der sommerlichen Luft hier nach Saarbrücken reinkommt, das ist wirklich in der Bandbreite dann doch noch ziemlich unsicher. Also es sind durchaus auch sommerliche Werte, über 25 rasch wieder möglich, aber auch eher etwas gedämpftere Werte, normal für Mai, so um die 20 Grad, sind dann hier für Saarbrücken drin. Aber wie gesagt, Regen kaum. Schauen wir weiter nach Berlin für den Osten, wo es dann eben recht anders aussieht. Wir sehen für Berlin zunächst mal noch dieses unbeständigere Wetter, was sich breit machen wird. Und dann soll erst im Verlauf der Woche allmählich dann auch
noch die stabilere Seite des Hochs reinkommen, wärmere Luft. Wie schnell das Ganze vonstatten geht, ist natürlich noch ein bisschen unsicher, aber die Tendenz ist jetzt schon wieder klar, dass sich eher eine Teilung einstellen wird, Westen, Süden wärmer und Norden, Osten kälter und etwas unbeständiger. Das also mal zusammengefasst, den Trend für euren Ort, schaut nach, die neuen Trends sind schon da, hier oben in den Infokarten euren Ort dann einfach eingeben unter dem Link. Ich wünsche euch, wer es hat, schon mal ein schönes, langes Wochenende. Ich bin auch morgen wieder da, da schauen wir auf einen weiteren Trend, wie es weitergeht mit dem Wetter. Macht's gut, bis bald und ciao.